Ist bereit? Ja? Ja, super. Wir machen Dummy-Training. Ari bekommt dafür sein Geschirr um und die Schleppleine. Und wir brauchen einen Klicker. Wichtig, der Dummy, unsere neueste Anschaffung, und der gefällt dir auch ein bisschen schon, ne? Ich habe das gestern Abend schon einmal ausprobiert, oder du vielmehr, und da hat das schon manchmal ein bisschen geklappt. Wir werden den jetzt einfach wegwerfen, der muss hier bleiben. Und auf Kommando soll er den dann holen. Und wenn er den ins Maul nimmt und ich den dann hier mit der Schleppleine so ein bisschen zu mir kriege, dann wird geklickert und dann wird er belohnt. Mit ganz leckeren Sachen, die hier drin sind. Set. Rein. Und bleib. Und hol. So, meistens beim ersten Mal klappt es nicht so gut. Aber irgendwann nimmt er das Ding ins Maul und versucht, damit abzuhauen. Und deshalb ist die Schleppleine da, damit er dann einfach ganz langsam und sanft zu mir gebracht werden kann. Ja, komm. So, ein Stück sind wir näher angekommen. Ja, und irgendwann wird er wissen, aha, komm hier irgendwie nur ran an die Leckerchen, wenn geklickert wird, ne, mein Süßer? Ja. Ich halte ihn zum Anfang immer ein bisschen fest, obwohl es geht eigentlich, aber einfach so ein bisschen, damit er weiß, jawohl, er muss hier bleiben. Und ich werfe das auch gar nicht weit weg. Okay, wir üben ein bisschen und dann melden wir uns nochmal zum Schluss. Ja, das waren jetzt, was ich, 4 Versuche vielleicht. Und wir sehen, Ari hat das Prinzip seiner Hundenhütte eh nicht verstanden. Gerne drunter, wenn man das so sieht. Und der Dummy liegt da. Ah, es hat vielleicht ein, zweimal gut geklappt, aber wie gesagt, das ist erst der zweite Durchgang. Da kann man auch gar nicht so viel erwarten, glaube ich. Von daher, wir lassen die Sache ruhig angehen. Na? Du musst jetzt nur mal da unten rauskommen. Du musst da unten rauskommen, weil dann kann ich auch dein Geschirr abnehmen. Süßer. Ja?